Hi, ich bin Devius. Wie viele auch wissen, verfasse ich mich mit Ameisen. Da es letzter Zeit nicht so viele Ameisen-Videos gab, sondern mehr die Videos in Richtung Survival gingen, möchte ich euch jetzt bekannt geben, dass es also zwischendurch, also was heißt zwischendurch, Ameisen-Videos, Survival-Videos, Ameisen-Videos, Survival-Videos, diesen Wechseltakt geben wird, mal oder mehr weniger. Ich sag mir jetzt nicht indirekt genau, wie es sein wird, weil ich nicht ganz genau weiß, wie ich es drehen werde und was ich vorher veröffentliche, sondern mehr nach Terminen arbeiten möchte. Und diese Termine werden wahrscheinlich so sein, dass ich in einer Woche vielleicht zwei Videos rausbringe oder doch in einer Woche ein Video, vielleicht ein Video in zwei Wochen. Das kann ich euch noch nicht voraussagen. Ich muss mir da selber noch erstmal sehr viel Kopf machen. Aber jetzt möchte ich erstmal indirekt über die Ameisen reden. Eine sehr gestellte Frage ist, wie viel Platz brauchen die Ameisen in den Reagenzgläsern? Das ist für die Kleinkolonien, ich würde sagen, ab zwei Tiere wäre das optimal, dass ihr das machen könnt. Und ja, stell mir erstmal die Frage, wie viel Platz braucht eine Ameisenkolonie in einem Reagenzglas? Diese Frage ist eine Frage, die sich eigentlich jeder stellt und viele wissen gar nicht, wie sollte man das am besten anstellen, dass man das Optimalste daraus empfängt oder besser das Optimalste rauskriegt daraus, weil es gibt diese, man hat ein Reagenzglas, da ist eine einzelne Königin drin, okay, die wird wahrscheinlich viel Platz haben, aber das könnt ihr auch mit der Königin machen, aber sobald dann eine Kolonie entsteht mit Minimum zwei Arbeiterinnen, könnt ihr dieses Reagenzglas dann ausbauen. Und das, wie das gemacht wird, das zeige ich dann euch gleich. Aber ich möchte euch erstmal das Prinzip erklären. Das Prinzip ist ein Dreikammersystem. Dieses Dreikammersystem ist Wassertank, Nest, Futter und das war's. Das sind diese drei Kammern. Und diese drei Kammern, wie kriegt man diese drei Kammern hin, dass die Ameisen zwischen Nest und Futter wieder raus können? Und was ist die optimalste Größe für die Kolonie? Und diese Frage beantworte ich euch jetzt. Die optimalste Größe für eine Ameisenkolonie ist, lass es die Ameisenkolonie selber entscheiden. Denn die machen sich das Optimalste selber in der Kolonie. Und ja, da müsst ihr aber euch sicher sein, dass ihr bei solchen Vorhaben, dass ihr keinen Schimmel im Reagenzglas habt, weil wenn es wirklich dazu kommen sollte, dass die Ameisen umsiedeln müssen und ich sage mal, Lasius Liga sind in der Umsiedlung ein bisschen schwierigerer Fall, dann wäre es optimaler, wenn ihr ein Reagenzglas habt, wo keine Schimmelbildung ist und wenn diese Schimmelbildung entsteht, dann müsst ihr die irgendwie rauskriegen. Ich würde das Nest dann einfach nicht mehr abdecken und ja, ihr wisst schon selber, was ihr tun wird. Oder es wird einfach Videos gegeben, in denen das erklärt wird. Ich erkläre das einfach nochmal schnell im Feedback. Kein Film benutzen, damit könnt ihr die Tiere umbringen. Wenn ihr das irgendwo mal gelesen habt, kein Film benutzen, ihr könnt damit die Tiere umbringen. Einfach Nest nicht mehr abdecken, das neue Nest abdecken und für gute Befeuchtung im Nest sorgen. Das ist das Optimalste und dann die Tiere einfach in Ruhe lassen und die machen alles von selber. Das ist das Beste, was ihr machen könnt und ja, jetzt schnipse ich mich einfach mal weg. Ah, nein, ich schnipse mich jetzt weg. So, wie ihr jetzt seht, haben wir dieses Dreikammersystem. Eine ist der Wassertank, hier haben wir das Nest und hier ist der Futterbereich. Und wie ihr seht, haben sich meine Lasius Niger sich selber die Größe optimal gemacht. Bei mir ist jetzt noch keine Schimmelbildung zu sehen, oder? Nee, ist noch nicht eine wirkliche Schimmelbildung zu sehen. Aber ich sehe schon so langsam, dass es ein bisschen dunkler wird an der Watte. Das heißt, dass sich was ziemlich bald auch wahrscheinlich Schimmel bilden wird. Ich sage mal so fühlen sich die Ameisen jetzt momentan richtig wohl. Die sind auch in der Winterruhe. Und ja, die sind auch ein bisschen aktiv in der letzten Zeit. Die haben sich auch diese Wand hochgezogen. Und diese Wand ist eigentlich das, was sich die Ameisen selber als optimale Nestgröße machen. Weil diese Wand können die Ameisen sich wieder abreißen und wieder aufbauen. Und wenn die Ameisen das in ungefähr bis zur Hälfte des Reagenzglas, ein bisschen länger, ist praktisch gesehen,
Wenn die damit bis hierhin ankommen würden, bis hier ungefähr hier ankommen würden, dass ihr dann nur noch so ein bisschen Platz habt, dass ihr nur noch füttern könnt und zu viele Ameisen rauskommen, dann seid ihr eigentlich damit mit dieser Kolonie bereit, in einen kleinen Nest umzuwandern. Genau. Und wie macht ihr dieses Prinzip? Dieses Prinzip. Also ja, wie macht ihr das am besten? Wie kriegt ihr das hin? Oder besser gesagt, wie kriegt ihr das hin, dass die Ameisen sich so ein Nest zusammenstellen? Ich habe dafür eine kleine Kolonie genommen. Die hatten, glaube ich, da um die 10 Arbeiterinnen. Aber 2 würden auch optimal reichen, weil ich hatte das schon mal. Das würde nur ein bisschen länger dauern. Je mehr Tiere das sind, also mehr Arbeiterinnen, je schneller geht das. Um so einen Drei-Kammer-System zu erreichen, nehmt ihr Folgendes. Ihr nehmt euch so eine Box und in dieser Box habt ihr Sand drin. Ich mach das mal auf. Da sind eh keine Ameisen mehr drin. Das ist eigentlich mein altes Nest von einer Kolonie. Dafür, glaube ich, gibt es auch ein Video. Ich kann auch mal das Video verlinken. Das werde ich unten rechts in der Ecke verlinken. Das muss ich. Nee, ich werde es nicht verlinken. Ihr könnt es einfach mal raussuchen. Aber das ist einfach simpel. Dann nehmt ihr euch so ein Ding, dass ihr eine Befeuchtung habt. Dann tut ihr da Wasser rein und die Ameisen machen sich alles selber. Und die holen sich den Sand in den Reagenzglas rein und machen alles von selber. Das ist nur noch Überresten, bisschen Müll und so. Aber das ist eigentlich alles, was ihr machen müsst. Und sobald ihr seht, dass mehr keine Ameisen frei rumlaufen, ich würde das auch, kleiner Tipp, ich würde das auch an eurer Stelle im Winter machen, wenn die Tiere in der Winterruhe sind. Nicht, dass die Tiere dann zu sehr aktiv sind. Das ist das einfache Prinzip. Sand, Wasser und da machen sich die Tiere alles von selber. Und dann entsteht dieses Resultat. Ja. Und dann habt ihr das hier und ja, die Ameisen sind zufrieden, die fühlen sich wohl, haben ein bisschen kleineren Raum, die haben einen Spielraum, in dem sie wachsen können. Und ja, warte, ich müsste einmal. Ah, das ist so schwer mit einer Hand. Dann haben die halt so einen kleinen Wassertank, dann halt ihr kleines Nest und dann habt ihr noch so einen Raum, in dem sie sich vergrößern können. Außer wenn die jetzt mit Wasser nicht mehr ausreichen würde, dann würde ich natürlich dazu ein neues Video reinstellen. Oder es gibt ja noch reichlich Videos in YouTube. Das ist jetzt eine Lasius-Niger-Kolonie und ja, wenn da irgendwie die mal aussiedeln müssen, das wird ein schwerer Fall sein. Und wenn ihr dieses Dreikammersystem anwendet, dann habt ihr folgende Sache, die ihr eigentlich super machen könnt. Ihr müsst nicht das ganze Reagenzglas abdenken. Und ich sage gerade bei den Leuten, die so ein bisschen zimperlich sind und gerne mal ins Nest eingucken sind, es ist empfehlenswert, die Königin in Ruhe zu lassen. Gerade im Nestbereich ist das optimal, weil die sind schneller dann. Legen mehr Eier, sie haben ihre Ruhe, ihre Dunkelheit, in denen sich die Ameisen zufrieden fühlen und auch schneller brüten. Und ja, die Ameisen dann auch schneller schlüpfen. Und ihr habt einen Vorteil, ihr habt diesen einen kleinen Bereich, in den ihr reingucken könnt. Und wenn ihr Honig reinmacht, ich bin auch so ein bisschen ungeduldiger Mensch und darum ist das für mich gerade auch optimal, weil dann kann ich bei den Ameisen zugucken, wie sie sich an den Honig vergreifen. Und das ist eigentlich wiederum eine tolle Sache, weil gerade die an der Anfangszeit sind, Leute, die sich einfach mal von neu an Ameisen zugelegt haben, ist das für euch das Optimalste. Nehmt euch so eine kleine Box, tut da ein bisschen Sand rein. Meine Empfehlung ist, holt eure erste Kolonie direkt mit ein paar Arbeiterinnen. Es ist einfacher, weil eine Königin ohne Arbeiterin ist ein schwieriger Fall und das ist ein langsässiger Prozess. Gerade wenn man jemand von draußen anfängt, Ameisen zu sammeln und die dann anfängt, hochzuzüchten und dies, das. Ich kenne das selber, ich bin mittlerweile schon über einem Jahr, oder schon, ja, schon über, ne, schon mittlerweile 1,5 Jahre mit Ameisen beschäftigt. Oder doch, 1,5 Jahre? Ja, 1,5 Jahre bin ich schon mit Ameisen beschäftigt und
Ich weiß es einfach selber von mir, wie das ist. Ich würde euch empfehlen, geht in Arnstor. Und jetzt muss ich ja nicht direkt der Arnstor sein. Es gibt ja haufenweise Shops, die im Internet Ameisen verkaufen. Und kauft euch eine Kolonie direkt mit ein paar Arbeiterinnen. Ich sag mal so, diese paar Euros investiert die lieber. Aber dann habt ihr dann ein bisschen mehr, indem ihr eure Nest so ein bisschen ausbauen könnt. Und wenn euch das Video gefallen hat, freue ich mich über einen Daumen nach oben. Wenn euch das Video hilfreich war oder ihr ein bisschen Kritik habt oder so, schreibt es mir gerne in die Kommentare. Ich antworte auch gerne auf jeden Kommentar. Und wenn ihr noch mehr von mir sehen wollt, egal in welchem Bereich Survival oder im Ameisenbereich, freue ich mich natürlich über Abos. Ich verabschiede mich von euch. Ich bin euer Devius und bis zum nächsten Mal. Ciao!